Irgendwie sind die Leute nicht hier. Jetzt sind sie zurück. Na, willkommen, willkommen. Wir sind mitten in der Projektphase. Ich würde sagen, wir trainieren mal wieder. Und zwar Design können wir immer noch brauchen. Das machst du bitte. Du trainierst mir. Don't repeat yourself. Ach, wir haben ja gar nichts mehr zu trainieren. Dann würde ich sagen, schützen wir die anderen in Auftragsarbeit. Ich bitte nochmal die technischen Probleme zu entschuldigen. Es will irgendwie nicht klappen hier mit der Technik. Aber das werde ich schon noch im Griff bekommen. Die Musik will ab und zu nicht mehr. Völlig unerklärlich, wie das passiert, aber es passiert halt. Wie so in Spieleentwicklung manchmal was schief gehen kann. Komm, sei bald fertig. Ich würde sagen, wir machen ein Sequel. Was ist denn das beste Spiel, das wir jemals hatten? 8,2, 8,5, 9,0. Ich würde sagen 11, Don't Die, das verdient eine Fortsetzung. Mit einer neuen Grafik-Engine. Na, komm. Wo bist du denn? So. Völlig sinnvoller Titel. Medium, wir können's uns... Wir machen's noch nicht. Ich würde sagen, der Rest lassen wir genau gleich. In der neuen Grafik-Engine, logischerweise. Sonst würde das ja relativ wenig bringen. Das machen wir so mit der Grafik-Engine, das ist klar. Und wir starten auch gleich das Marketing. Wieder Magazine und Demos. Ich weiß, die Leute werden begeistert sein. Ich hoffe es zumindest. Wie ich daran glauben kann ich nicht. Sind das automatisch schon die Reiter von damals? Perfekt. Story Quest. Wir geben alles für unsere Community. Wir probieren's. Das kann und muss was werden. Unser Geld ist noch nicht knapp. Noch nicht. Aber es müsste ja bald eine neue Engine geben. Das lassen wir alles kommen. Wir stecken wirklich alles rein. Der Hype ist jetzt noch nicht so grandios, aber ist zumindest einer vorhanden. Kann es sein, dass ich das letzte Mal einen Action-Titel gemacht habe? Das sieht ja praktisch genauso aus, wie ich es will. Oder es übernimmt tatsächlich alles. Und seht ihr, die Bubbles nehmen auch zahlenmäßig zu. Also, es findet eine Entwicklung statt. Was bietest du mir denn an? Was, 51.000 für... Ja, komm, das machen wir. Was bekommen wir denn? Time Travel! Schön! Können wir zurück in die Zeit reisen und die alten Fehler ausmerzen? Small Boost, das lohnt sich sonst nicht. Dann bitte diesen Bug, diese zwei Bugs noch weg. Und wir releasen. Schön. Na komm. Das sieht alles nicht so schlecht aus. Hoffen wir, das wird ein Erfolg. Und die neue Grafik-Engine. Jetzt geht's los. Also, dich... trainieren wir nochmal. Und zwar lassen wir dich Research Training machen. Dich trainieren wir ebenfalls. Nee, komm. Komm. Trainieren wir ebenfalls. Und du brauchst immer noch Technologie. Das würde ich sagen, machen wir so. Und du... Ach, es hat nicht gereicht. Schade. Ist eine Fortsetzung. Ich erwarte hier nicht Wundertaten. Immerhin eine 7. Und eine 8. Doch nicht schlecht. 7, 8. Das kann sich sehen lassen. Schade, eine 6. Oh. Fortsetzungen, wir kennen, sind selten besser wie das Urprodukt. Oder eher, wirklich eher selten. 80 Punkte, das reicht nicht schlecht. Dann lassen wir dich... Was lassen wir dich machen? Du machst eine Auftragsarbeit. Was gibt's hier Kleines? 3 Wochen, das reicht ja. Komm.
locker sogar. Kannst du gleich die nächste übernehmen. Vier Wochen. 4 Wochen. 6 Wochen. Dann würde ich sagen, nimm mir doch gleich die hier. Und die G3 hat stattgefunden. Ob die immer noch in... Wollen wir das mal Böllen nennen? ...124.000. Das wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Sehr schön. Das neueste Spiel der Elves Still Don't Reihe hat einen großen Anklang gefunden. Ob das wirklich auch so ist? Ja. Wir gewinnen Fans noch und nöcher. Dann denke ich mal, es ist an der Zeit, hier wieder leider gezwungenermaßen einen Publisher-Deal zu machen. Wir brauchen die Fans. Any topic Strategie für Electronic Mass Products Medium Size. Ich denke, das schaffe ich. Mit einer 6er Wertung. Das müsste ich eigentlich schaffen. Och, was haben wir gesagt? Strategie. Dann denke ich mal, wir können... Puh. Was haben wir überhaupt zur Verfügung? Strategie. Das machen wir... Nee, das ist jetzt eher eine schlichte Idee. Haben wir... Business haben wir noch nicht. Schade, das wäre eine geniale Mischung. Das könnte funktionieren. Ich muss jetzt ganz ehrlich sagen, im Moment... Ich möchte nichts machen, was ich schon mal gemacht habe. Ich mag mich erinnern... machen wir das, was wir immer können. Komm, Fantasy. Strategie, dann nennen wir das... Final Fantasia. Natürlich auf dem PC. Mit der neuen Engine. Und wir legen los. Ich könnte jetzt eigentlich... Nee. Wir bleiben. Wir versuchen es gar nicht. Neue Topics. Das weiß jetzt nicht, ob das ein neuer Themenbereich ist. Fantasy hätten wir schon. Und die Dream Wastes. Wieder eine Konsole, die keiner braucht. Zumindest meine vorherrschende Meinung. Stimmt natürlich hinten und vorne nicht. Ich denke mir, die hat damals ihre Fans sicher gefunden. Komm, machen wir es mal ungefähr so. Bisschen Story. Aber wir sparen lieber das Geld. Fantasy-Strategie, ob das wirklich gut ist. Die Engine braucht, behaupte ich jetzt mal, der Techniker. Das Gameplay übernehme ich lieber selber. Und Story, komm Dino, damit du was zu tun hast. Gameplay, nehmen wir alles rein. Ja, komm. Zum Glück muss ich nicht selber die Werbung machen. Wenn ich die jetzt auch noch stemmen müsste. Das Final Fantasia. Das wird eine Geschichte, wo es darum geht, irgendein Reich zu verteidigen. Ich hätte sie eigentlich auch irgendwie Warcraft nennen können. Vielleicht wäre es eine Besserheit geworden. Aber ich verschreie jetzt schon, dabei ist das Spiel noch nicht mal erschienen. Level Design, würde ich sagen, Easter Eggs, ist klar, brauchen wir. Dialoge. Ach, Level Design. Ihr braucht Fantasie. Hier, würde ich sagen, brauchen wir einen Techniker. Und dich nehmen wir hier. Wieder, seht ihr, die Konsolen bringen es nicht. Schon wieder ist einer am Verschwinden.
nicht schlecht, fast 1 Million mit dem Nachfolger. Multigenre, ach, sehr schön. Sehr gut. Kann ich jetzt offensichtlich die verschiedenen Sachen miteinander mischen? Strategie, nee, da hauen wir jetzt alles rein. Open World. Wird allerdings ein Problem mit der Arbeitskraft. Hm. Ich sehe da ein großes Problem auf mich zukommen. Also, du machst mal sicher Grafik. Du machst Sound. Und jetzt ist die große Frage, wer macht Weltdesign? Ich überarbeite mich selber. Ich brauche keine Ferien. Sie sind teuer. Sie müssen motiviert werden. Ich selber als Chef denke ich, gehe mal mit gutem Beispiel voran. Mutti ist nebenbei vorbeigekommen. Das erste Mal in der Firma. Hat Kuchen mitgebracht. Ich hoffe, das hebt die Arbeitsmoral. Zumindest sind sie angeregt dabei. So, kommt, veröffentlichen. Doch kein Bug, ich will veröffentlichen. Oh, sehr schön, große Combo. Und nee, die Kosten werden noch höher. Hässlich, hässlich, hässlich. Ach, herrje. Das wird schlimm. Aber überall posten die Rekorde. So, 90.000. Seid ihr verrückt oder was? Dann 90.000 Train. Ach, die sind wirklich langsam teuer. Ich würde sagen, wir brauchen die Geschwindigkeit. Du selber kannst gleich bei der Technologie nochmal machen. Brauche Technologiewerte. Und ich selbst brauche die 3D-Grafik. Bitte, bitte, bitte. Wenn ich jetzt noch Strafe zahlen muss. Ich muss Strafe zahlen. Nein! Warum denn? War doch eine 8 verlangt, oder? Nein! Warum? Warum denn nur? Ach nee, war nur eine 7 verlangt. Glück gehabt. Glück gehabt. Riesenglück gehabt. Und ich denke, so von den Fans her, können wir es tatsächlich mal wagen, was Eigenes auf die Beine zu stellen. Ich warte aber tatsächlich, ich denke nochmal darüber nach, jetzt die Grafik-Engine jetzt schon zu machen. Machen wir nicht. Stattdessen machen wir lieber wieder was Kleines. Das müsste 3 Wochen. Könnte ein bisschen knapp werden. 5 Wochen, das sieht schon besser aus. Dann kannst du weiter trainieren. Und zwar Game Design. Nee, du machst mir wieder mal Technologie. 100.000 Fans. Ja, ja, ja. Endlich. Wir können selber entwickeln. Ich denke, das werden wir bald machen. Du kannst nochmal trainieren. Und zwar brauchen wir immer noch Technologie. Und dich lassen wir den nächsten Auftrag übernehmen. 3 Wochen probieren wir es. Vielleicht klappt es nicht. So teuer war es nicht. Hauptsache, wir bekommen Technologiepunkte. Das reicht nicht, das reicht nicht, das reicht nicht. Schade. Dann. Ach komm, machen wir es halt doch anders. Lassen wir dich halt auch trainieren. Schicken wir dich in die Ferien. Und damit du frisch und motiviert zurückkommst. Da
dann kannst du jetzt nochmal trainieren. Und zwar lassen wir dich nochmal Game Design ran. Dich schicken wir jetzt auch in die Ferien. Die Werte sehen langsam richtig schön hier aus. Ich würde sagen, das wird der Allrounder. Dann lassen wir den das Design nochmal. Nee, wobei Technologie erscheint mir jetzt gerade sinnvoller. Woni! PlayStation Konsole 2. Also würde mich das irgendwie betreffen. Ein guter Controller ist dabei und eine DVD. Doch. Die machen sich auch langsam. Komm, wir brauchen weiter Technologie. Und 9,8 Millionen. Ich denke, wir veröffentlichen noch etwas mit unserer alten Konsole. Machen aber noch, nee, nicht das hier. Machen noch einen kurzen Auftrag. Hier, 9 Wochen. 4 Wochen. Ach, komm, schaffst du alleine. Dann sind die anderen beiden Herren auch fertig. Small Booth lassen wir. The Dream Waste ist eines der schnellstverkauftesten Spielekonsolen in der Geschichte. Aber mit der PlayStation 2 könnte natürlich der Verkauf zurückgehen. Noch ist es ja nicht so weit. Du könntest hier oben mithelfen. Und du verweigerst jetzt schon die Arbeit. So, jetzt sind alle drei wieder bereit. Das heißt, wir machen ein neues Spiel. Und versuchen tatsächlich unser erstes eigenes Spiel. Was live? Hatte ich überhaupt schon mal Leben in irgendeiner Form? Wobei, jetzt kann ich mischen? Nee, kann ich glaube ich nicht. Also, ich glaube, Leben hatten wir noch gar nicht. Ich kann mich zumindest nicht daran erinnern. Dann würde ich sagen, machen wir tatsächlich Leben. Mit den Stärken, die wir haben. Medium. Pick. Machen Adventure. Ich glaube, ich weiß, was ich mache. Und das Ganze nennen wir. Nee, das kann nicht ganz funktionieren. Aber wir versuchen es trotzdem. Das könnte doch was werden. Der nächste Riesenhit. Jetzt kommt noch Microsoft ins Hardware-Geschäft. Wie viel wollen die hier eigentlich noch mitmischen? Das hört ja nicht mal auf. Wer kann sich denn all die Namen merken? Och, je. Hier wird gegen die Dreambase PlayStation 2. Was da für Namen auftauchen. Bonnie interessiert jetzt mich im Moment gerade nicht. Ich will ein Adventure herstellen. Machen wir ein bisschen die Engine. Ist ja unser eigenes Kind. Das Gameplay. Natürlich die Story ganz nach oben. Da hauen wir jetzt alles rein. Die Engine, ja. Maus bieten wir an. Joystick bieten wir an. Ja, komm. Weil es unser eigenes Werk ist. Der Techniker ist an der Engine, das Gameplay wird durch mich betreut, Story Quests. Soll ich Story Quests selber machen?
sieht denn meine Arbeitsbelastung aus? Komm, das lassen wir mal so. Ach, Moment. Marketing, Marketing, Marketing. Machen wir eine... Ach, 500.000. Ja komm, mit dem ersten eigenen Titel. Probieren wir es. Die Messe kommt hoffentlich rechtzeitig. Was hatten wir letztes Mal? 1,2 Millionen? Kann nicht 1,2 Millionen gewesen sein. Das kann höchstens 120.000. 162. Der Hype wird generiert. Hier wird der Hype weiter angefacht. Das Geld schwindet. Es muss einfach funktionieren. Ja, manchmal braucht es Risikofreudigkeit. Dialoge lasse ich auch so stehen. Ich würde sagen, das Level-Design erhöhen wir. Die AI lassen wir ein bisschen bleiben. Ich bin schon überarbeitet, das heißt, wir lassen ihn ran. Das Level-Design. Das Level-Design von Dino ist okay. Ich denke mal, der Junge hat es im Griff. Der ist ja von mir geschult. Ach, die PlayStation 2 ist schon ausverkauft. Ha, das ging ja schnell. Auf der Internetplattform wird fünfmal mehr der Verkaufspreis bezahlt. Wenn ich das gewusst hätte, hätte ich einen Großeinkauf gemacht. Der Verkauf der Dreamwaves geht natürlich zurück. Und die M-Box braucht noch ein Weilchen in der Entwicklung. Eigentlich gehen die Gerüchte eher dahingehend, dass sie wegen der PlayStation 2 die Sache verschieben. Aber eine günstige Ausrede. Ich verstehe die vollkommen. Jetzt bin ich natürlich völlig überarbeitet. Adventure. Ich muss meine Arbeit ein bisschen zurücknehmen, sonst drehe ich ja hier noch im Rad. Grafik können wir auch nach oben lassen. Hier noch ein bisschen zurück. Dann würde ich sagen, wir lassen... Ist jetzt ein kleines Problem. Wenn ich jetzt ihn hier lasse. World Design. Passt jetzt, ist jetzt nicht der richtige eigentlich dafür. Aber ich kann ja nicht alle Arbeit stemmen. Ach, jetzt wäre der Push okay. Schade. Eine andere Verteilung wäre vermutlich besser gewesen. Aber der Hype kommt und kommt und kommt. Jetzt wird natürlich noch versucht herauszuholen, was möglich ist, aber... Uff. Na kommt, bitte. Also... Und die Rekorde purzeln. Das ist im Gegenteil schön. Aber... Mit diesen PCs können wir nicht weiterarbeiten. Das verstehe ich auch vollkommen. Holen wir uns lieber neue PCs. Ach, macht auch schon viel mehr Spaß, so zu arbeiten. Dann machen wir Research. Wir brauchen ja immer noch... Warum habe ich letztes Mal die Punkte aufgespart? Bin gerade verwirrt. Das Multigenre muss jetzt noch warten. Ich würde eher sagen, wir nehmen hier mit, was geht. Und zwar machen wir Video Playback. Bitte, bitte, gib mir einen Hit. 8, sehr schön. Das könnte was... 8, das ist ein guter Aufbau. 9, sehr schön. Danke, 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 danke. Nochmal eine 9. Ja, sehr gut. Das erste große Spiel, das ich selber veröffentlicht habe. Das
hat schon sehr vielversprechend gestaltet. Dann lassen wir alle noch erforschen, was möglich ist. Story Quests sind ja mein Bereich. Komm, bitte Verkaufszahlen. Okay. Aha. Wir können ein G3-Training machen, wo wir uns mit anderen messen können. Sehr schön. Wir können jederzeit einsteigen, wenn wir möchten, aber es kostet, also es gibt nichts zu verdienen. Dafür können wir natürlich sehr von der Arbeit profitieren. Hoffen wir mal, dass sich das tatsächlich so gestaltet. Und die Fans nehmen zu und es kommt Geld rein. Eine 500.000 von meinem ersten Spiel verkauft. Oh, ha, ha. So ist doch das perfekt. Dann lasse ich euch doch gleich eine neue Engine machen. Und nimm das. Die 2D-Grafik vergessen wir jetzt komplett. Die 3D-Grafik hier lassen wir auch sein. Wir setzen voll auf. Ja, wobei. Ja, für Auftragsarbeit. Soundtrack. Stereo-Sound lassen wir. Hier nehmen wir alles, was wir können. Lineare Geschichte. Simple Cutscenes. Wobei, nee, wenn ich Advanced habe, brauche ich ja keine simple mehr. Video Playback, ja. AI Companions, ja. Fast 1 Million kostet mich das, aber ich werde doch dafür profitieren, bin ich sicher. Ui. Die sind sehr zufrieden über die Visualisierung meines Spiels. Meines letzten Hitzes hat ihnen offensichtlich zugesagt. Das freut mich. Das kann sich so sehen lassen. Hoffen wir, dass es so weitergeht. Die Einnahmen zumindest versprechen einiges. Ich würde sagen, sobald hier fast die Konsole fertig ist. 1 Million kommt. 1 Million verkauft. Ach, schön. Sobald es hier halbwegs fertig ist, stellen wir nochmal eine ein. 18,5 Millionen. Es müsste doch eigentlich funktionieren. Ja, wir stellen nochmal jemand ein. Und zwar würde ich sagen, wir versuchen es mit einer Game-Demo. Wobei. Nee, Game Demo müsste ja eigentlich was Ausgewogenes sein. Versuchen wir es mal mit 50.000. Halbwegs ausgewogen ist es. Level 1 wäre schon mal nicht schlecht. 132, 109. 130, 249, das ist schon viel besser. Würde ich sagen. Das ist eine Frau, oder? Caleb ist ein Mann. Teurer ist sie auch. Schade. Nee, dann nehmen wir den Caleb. Und schicken dich gleich ins Training. Und wieder ein Achievement in die neue Engine. Dann. Ach, ihr braucht gar keine Ferien. Was ist denn das? Der Wissensstand, der zunimmt, oder?